Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, heute Nacht irgendwann um 3:30 oder so, als ich schweißgebadet aufgewacht bin, habe ich nur so reflektiert, dass wir ja heute immer die schönste Situation im Jahr haben, weil wir heute über den Haushalt im Familienbereich diskutieren können. Und seitdem ich Mitglied dieses Bundestages bin, seit 2005, haben wir jedes Mal über einen Aufwuchs gesprochen und debattiert. Und ich glaube, das ist ein klares Signal auch seit 2005 an die Familien, dass wir sie stärken wollen. Und deswegen hat jeder seine Rolle, und das ist auch gut so. Sie haben einen guten Entwurf uns vorgelegt, und wir machen es so wie jedes Jahr. Ein guter Entwurf wird durch die parlamentarische Arbeit noch ein wenig besser, und deswegen wird es natürlich noch hier und da Diskussionen geben. Es war für uns damals wichtig, und wir haben es erhöht hier im Parlament. Ich erinnere an die Jugendmigrationsdienste, 8 Millionen, an die Sprachkurse für Flüchtlinge, die studieren wollen, 15 Millionen. Ich erinnere an die Hilfe für schwangere Flüchtlinge, Frauen, Flüchtlingsfrauen. Und ich erinnere auch an die Jugendverbandsarbeit. Das haben wir damals erhöht hier im parlamentarischen Verfahren. Jetzt im Entwurf ist es wieder rausgenommen worden. Aber seien Sie guter Hoffnung, dass wir im parlamentarischen Verfahren sehr kluge Lösungen finden werden. Und das muss auch noch mal am Anfang einer jeden Haushaltsdebatte gesagt werden. Weil das, was für den Gesamthaushalt gilt, gilt auch für Familien. Wir haben keine neuen Schulden. Wir machen keine neuen Schulden. Denn die Schulden, die der Staat macht, genau wie übrigens die Schulden, die Familien machen, müssen die Kinder tragen. Und deswegen ist es der eigentlich größte Erfolg für die Kinder und für die Familien, dass die Gesamtneuverschuldung bei null liegt. Und erwähnt wurde bereits, wie sich der Familienetat seit der Regierungsübernahme von Frau Merkel verändert hat. Tatsächlich sind wir jetzt bei 9,2 Milliarden, noch einmal 650 Millionen mehr. Wir hatten 2013 7 Milliarden und wir kamen 2005 von 4,5 Milliarden. Das heißt, seit 2005 ist der Etat verdoppelt worden. Geld ist nicht alles. Geld ist nicht alles. Aber im Familienbereich kann Geld unheimlich viel bewirken. Und seit 2005 ist das die Erfolgsgeschichte, die wir auch heute weiterschreiben mit der Etatplanung für 2017. Und dabei haben wir als Union immer eins gesagt. Wir wollen Familien stärken. Familien in ihrer Vielfalt stärken, aber insbesondere Familien in ihrer Freiheit stärken, so zu leben, wie sie es entscheiden. Die Freiheit der Familien, der Entscheidung und der Familienmodelle zu entscheiden, wie sie leben, steht bei uns an erster Tagesordnung. Und wir wollen dabei die Teilhabe von Kindern, von Jugendlichen, von Frauen stärken, den Schwächeren Schutz bieten. Das haben wir gerade vor wenigen Wochen mit dem Prostituierten-Schutzgesetz getan. Und die Entfaltung der einzelnen Personen insgesamt voranbringen. Es muss eine pragmatische Politik sein, die die Bedarfe und Wünsche der Familien aufnimmt, die aber auch werteorientiert ist. Und Werte sind keine Familienmodelle, die ich dann mit 300 Euro möglicherweise gesondert fördern will, sondern Werte sind Verantwortungsübernahme. Dort, wo Bindungen entstehen, die Bindungen zu stärken, nicht den Zeitgeist hinterherrennen, sondern verbindlich und nachhaltig Verantwortung, Bindung und die Freiheit der Familien stärken. Und deswegen führen wir gerne Debatten auch darüber, wie Familienmodelle sich verändert haben. Und wenn man sagt, oder es Vorschläge kommen, wie sagen der Vorschlag der Ministerin, dass gesagt wird, die Familienzeit müsse jetzt kommen, dann hat man den schön schon das Richtige gesagt zu der Frage, dann muss man es auch finanziell untermauern. Da muss man mal fragen, ob es eigentlich auch so vorgesehen war. Und da muss man auch etwas anderes fragen. Wir haben hier über Jahre hinweg Debatten geführt. Mit dem Vorwurf an uns gerichtet, mit dem Betreuungsgeld, fördert ihr doch ein ganz besonderes Familienmodell. Wenn man das denn so führt und die Freiheit der Modelle, die Freiheit der Familien stärken will, dann würde ich jetzt davon abraten, andere besondere Familienmodelle finanziell zu fördern durch Subventionen, weil das gerade nicht die Freiheit der Familien stärkt. Und warum soll eine Familie, bei der sich die Mutter entscheidet, freiwillig nur 20 Stunden zu arbeiten, warum soll sie sozusagen nicht so subventioniert werden wie eine Familie, wo sich die Mutter entscheidet, 26 Stunden zu arbeiten? Noch einmal, ich bin sehr dafür, dass wir die Freiheit stärken, aber nicht dogmatisch Modelle jetzt, das eine Modell durch das andere ablösen, auch wenn sich gesellschaftliche Veränderungen entwickelt haben. Und für uns war immer wichtig in der Debatte in der Familienpolitik, dass wir dieses berühmte Dreieck stärken. Zeit zu generieren für die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienzeit, die Infrastruktur zu stärken, vor dem Hintergrund gerade Blick auf Kita-Ausbau. Es ist nicht nur eine familienpolitische Maßnahme, sondern auch eine bildungspolitische Maßnahme, eine integrationspolitische Maßnahme, also Infrastrukturprojekte oder die Infrastruktur insgesamt zu stärken und die finanzielle Sicherheit der Familien insgesamt zu überprüfen und zu stärken. Und natürlich ist das Elterngeld das Erfolgsmodell in dieser Geschichte. Nicht nur, weil die Zahlen gigantisch sind. Wir haben jetzt 840.000 Familien, die Elterngeld beziehen, über 12% Väter. Das ist schon
mehr als früher, aber noch zu wenig. Daran werden wir auch arbeiten. Und es sind insgesamt 6,2 Milliarden Euro. Dieses Elterngeld hat die Freiheit der Familien massiv gestärkt, in den ersten Jahren nach der Geburt des Kindes zu entscheiden, wie sie ihre Betreuung regeln. Und deswegen war es auch richtig, im Übrigen das Elterngeld auszuweiten mit dem Elterngeld Plus. Und sich jetzt auch klugerweise Gedanken darüber zu machen, wie können wir noch an gewissen besonderen Randzeiten dieses Modell der Kindertagesbetreuung insgesamt stärken. Und der U3-Ausbau ist die zweite große Erfolgsgeschichte. Ich habe schon gesagt, es geht nicht nur um die Frage, die Vereinbarkeit zu stärken. Es geht auch um die Frage von Bildungsimplikationen, um Sozialisation, um Integration. Und deshalb haben wir als Bund diese 5,6 Milliarden Euro in die Hand genommen, um die Angebote baulich auszuweiten. Und wir nehmen fast 1 Milliarde Euro, 945 Millionen Euro in die Hand, um auch die Betriebskosten, die gestiegenen Betriebskosten der Länder abzudecken. Und dann komme ich wieder mal zu dem Grundproblem bei den Beratungen über einen Haushalt. Das machen wir, weil es wichtig ist. Aber wir erwarten dann auch von denjenigen, die die originäre Kompetenz in diesen Bereichen haben, dass sie sich einzubringen haben, auch beim Ausbau im Bereich der Kindertagesbetreuung und diese Mittel auch dort landen, wo wir sie vorgesehen haben. Und die Folge ist, wir haben mittlerweile 2,7 Millionen Kinder, die betreut werden. Oder von den 2,7 Millionen Kindern werden fast 700.000 betreut. Das sind weit über 33%. Das waren 2007 noch 15%. Und wie gesagt, mit dem Ausbau auch Kita Plus, glaube ich, setzen wir sozusagen den nächsten Schritt auch fort. Und dann kommen wir zu dem Thema, was auch schon angesprochen wurde, dass man dann überlegen muss, sozusagen gesellschaftlich, was brauchen wir eigentlich noch? Sprachkitas, es wurde angesprochen, mit 278 Millionen im Jahr 2017 und 2016 mit 131 Millionen. Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, ist ein gutes, sinnvolles und wichtiges Programm. Und es ist tatsächlich so, es geht nicht nur um die Flüchtlinge. Viele deutsche Familien, mit Verlaub, können dieses Programm auch gut gebrauchen in Kindertagesstätten. Ich glaube, das müssen wir immer wieder klar betonen. Es gibt kein Kind A und B, sondern es ist ein Programm für die Kinder. Die Kinder, die Defizite im Sprachbereich haben, die brauchen dieses Programm. Und es ist auch richtig gut angelegtes Geld. Und daran werden wir auch fortsetzen. Kindergelderhöhung, Kinderzuschlag ist auch schon benannt worden. Wir liegen jetzt über 40 Milliarden insgesamt beim Kindergeld. Und auch bei der Frage Kindergeld und Kinderzuschlag dann beim zuständigen Ministerium bei 594 Millionen Euro. Und dann wurde angesprochen das Thema Alleinerziehenden. Diese Koalition hat vor einem Jahr beschlossen, dass wir endlich den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von 1.308 Euro auf 1.908 Euro erhöhen. 600 Euro, 10 Jahre lang nicht passiert. 10 Jahre zu spät kommt diese Erhöhung, sicherlich, aber diese große Koalition hat das gemacht. Und der gesamte Ausbau im Bereich der Kindertagesstätten dient den Alleinerziehenden. Und deswegen, Herr Müller, kommen wir zum wesentlichen Punkt nochmal, Unterhaltsvorschuss. Und da muss man eins sagen, wir haben eine Verteilung in diesem Land. Das Erste ist, es geht auch mal um die Rückholquote. Denn was nicht sein kann, ist, dass wir die Säumigen, in der Regel Väter, können auch Frauen sein, aber in der Regel Mütter sein, aber in der Regel Väter, dass wir die so davonkommen lassen, sondern die müssen zur Kasse gebeten werden. Und das ist dann auch ein bisschen die Frage, wie das systemisch zu entwickeln ist, dass die Kommunen aufgefordert werden, das Geld zurückzuholen, damit sie es dann den Ländern überweisen. Und da, glaube ich, müssen wir auch weiterhin auf eines Wert legen, Frau Reimann, weil Sie es angesprochen haben und Ihren Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion angesprochen haben. Dann haben wir eine Verteilung, dass 2/3 die Länder übernehmen und 1/3 der Bund. Ich weiß nicht, was Frau Kraft gesagt hat, als sie angesprochen wurde, inwieweit sie sich dann finanziell beteiligen will. Ich weiß nicht, was Herr Scholz gesagt hat in Hamburg, inwieweit er sich finanziell beteiligen will. Aber was wir nicht machen können, ist, dass der Bund sagt, das übernehmen wir jetzt, weil ansonsten wir das nicht hinbekommen. Wir sind sehr offen dafür, dass wir sagen, wir erweitern das auch. Das ist Parteitagsbeschluss der CSU und der CDU. Jawohl, das machen wir auch. Aber wir warten auch, dass wir uns zunächst einmal um die Rückholquote kümmern und sehen, wie wir die säumigen Gelder wieder reinholen können. Und sicherlich als einer der besonderen Punkte ist das gesellschaftliche Engagement zu nennen, was gerade im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten sichtbar wurde. Und das wird auch finanziell weiter unterlegt und weiterhin gestärkt. Ich erinnere an den Bundesfreiwilligendienst und an die, glaube ich, kluge Entscheidung zu sagen, wir werden 10.000 Plätze aufbauen, die zusätzlich jetzt unter dem Gesichtspunkt der Flüchtlingskrise entwickelt werden, die dann auch den Flüchtlingen die Chance bieten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Auch das ist ja im Haushalt jetzt verankert worden. Auch das war, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Natürlich wird die Debatte in den nächsten Wochen
darüber gehen, wo wir an der einen oder anderen Stelle noch mal die Stellschrauben verändern. Ich habe bereits gesagt, Jugendverbandsarbeit wird ein Thema sein. Da glaube ich mal, kriegen wir sicherlich eine gute Lösung hin. Trotzdem muss man natürlich weiter und längerfristig denken, wie Familienpolitik sich weiter gestaltet. Also welche weiteren Reformvorhaben werden wir haben, um die Vielfalt der Familien anzuerkennen und die Vielfalt auch der Familien insgesamt zu stärken. Das wird auch sicherlich eine Rolle spielen im aufkommenden Bundestagswahlkampf. Wir in dieser Großen Koalition werden diesen Haushalt jetzt debattieren im parlamentarischen Verfahren und an der einen oder anderen Stelle den bereits guten Entwurf noch etwas besser machen. Und dann werden wir sicherlich die Konzepte erarbeiten für die Zeit 2017 und folgende. Nur, und das ist auch eine herzliche Bitte, wir haben vieles vereinbart im Koalitionsvertrag, es ist auch eine politische Kultur gefordert, dass man jetzt nicht 12 Monate vor der Wahl kommt mit neuen finanziell nicht unterlegten Forderungen, liebe SPD. Da würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir uns daran halten, was wir abgestimmt haben, was finanziell unterlegt ist, und nicht jetzt schon frühzeitig beginnen, mit Dingen Wahlkampf zu machen, die noch gar nicht finanziell gesichert ist. Denn wir haben auch eine politische Kultur und eine Haltung dazu, dass wir sagen, das ist vereinbart und das machen wir auch. Und dann sprechen wir über die verschiedenen Konzepte. Das freiheitliche Konzept, sozusagen Familien ihre Freiheit zu stärken oder sozusagen mögliche gesellschaftliche Familienmodelle insgesamt zu stärken. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt gemeinsam auf die Debatte im parlamentarischen Verfahren. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen.